Hallöchen und willkommen zurück auf Taranis in Risen 3 Titanlords. Ja, wir haben jetzt tatsächlich den letzten Monolithenstein von Horas bekommen und können jetzt hier unten mal den Monolithen aktivieren, um tatsächlich dann, ich bin hier schon gesprochen. Was willst du noch? Ich habe zu tun. Der verdammte Wind hat all meine Notizzettel quer über den Hafen gepustet. Dann sammel sie doch wieder ein. Ich werde sie sowieso nicht alle wiederfinden. Wahrscheinlich werde ich meine Arbeit von vorne beginnen. Ich hab die alle schon. Wenn du willst, suche ich die Notizzettel für dich. Wenn du das schaffst, wäre ich dir wirklich dankbar. Diese Notizen sind mir einiges wert. Sie sollten alle hier irgendwo am Hafen herumliegen. Vermutlich irgendwo auf dem Boden oder zwischen den Kisten. Ich habe deine Zettel. Wirklich? Das ist sehr gut. Hier eine kleine Entlohnung. Was kannst du mir noch über die Donnerinsel erzählen? Da gibt es so einiges. Was möchtest du denn wissen? Was gibt es hier am Hafen zu sehen? Nun, da wäre der Monolith auf der kleinen Erhöhung hinter dem Hafen. Ein imposantes Gebilde, möchte ich meinen. Ihr Magier seid zufrieden mit eurer Arbeit hier? Aber ja. Taranis gibt uns die Möglichkeit, fernab der Inquisition unsere Forschungen voranzutreiben. Hier haben wir unsere Berufung gefunden. Sieh nur, was wir hier erschaffen haben. Erzähl mir mehr über den Monolithen. Dies ist nur einer von dreien hier auf Taranis. Blitze schlagen in die Monolithen ein. Sie sind unsere Energielieferanten für den großen Reaktor beim Magierturm. Dieser ermöglicht es uns, ein solch starkes Kraftfeld zu erzeugen, dass sogar Titanen der Insel fernbleiben. Das klingt kompliziert. Ja. Dann können wir jetzt natürlich hier schnell mal noch zu den Monolithen hochgehen. Das, was ich eigentlich gerade vorhatte, bevor ich Marburg getroffen habe. Ich dachte eigentlich, ich hätte hier am Anfang, wo ich ankomme, mit allen Leuten am Hafen gesprochen, aber da habe ich mich wohl getäuscht. Genau, den Monolithenstein können wir jetzt hier oben reinbauen. Den haben wir ja von Horas bekommen. War der einzige, der noch gefehlt hat. Und dann dürften wir auch tatsächlich genügend Energie für den Reaktor haben. So, dass wir dann demnächst Zaharias treffen und auch rekrutieren können, hoffe ich zumindest. So, das müsste es gewesen sein. Fand ich auch total logisch, dass man hier absolut unbehelligt neben so einem Monolithen stehen kann, wenn die Blitze die ganze Zeit anschlagen. Absolut nachvollziehbar. So, das können wir, glaube ich, einmal hier hoch. Schau mal ganz kurz. Ja, den Sonnenkristall und die kleine Greifzange brauche ich noch. Und ich brauche... Wettsaufen. Ja, wir gehen erstmal zum Magierlager. Da kann ich mal kurz mit Erasmus sprechen und... Dingenskind, ich habe den Namen vergessen, mit dem anderen Typen. Den Horas nicht sehen möchte. Falcato oder sowas, Falcuto, also keine Ahnung, irgendwas im Dreh. Ilva, mit dir habe ich auch schon gesprochen. So, hier haben wir die beiden, mit denen ich sprechen muss, glaube ich, Erasmus. Wegen der Monolithen nochmal. Ich habe den Kadetten Horas von Takarigua mitgebracht. Sehr schön. Ich hatte schon Angst, er würde nicht mehr zurückkehren. Und der Stein? Den Monolithenstein haben wir. Sehr gut. Der Stein wird seinen Dienst verrichten, sobald er korrekt in einen Monolithen eingesetzt wurde. Was für eine gute Nachricht. Ich wusste doch, dass der alte Difuego den Stein noch hatte. Wie geht es dem alten Statthalter Difuego? Er ist leider tot. Oh, das ist ja... Nun, wo waren wir gerade? Wegen der Monolithen nochmal. Ich habe alle Steine in die Monolithen eingesetzt. Den Erbauern sei Dank. Das hast du gut gemacht, Junge. Hier, nimm dies als Belohnung für deine Heldentaten. Du kannst es sicher gut gebrauchen. Ui, 1000 Gold, das ist schon eine ganze Menge. Können wir den Reaktor jetzt starten?
Warum nicht? Ich habe meine Forschungen abgeschlossen und die Monolithen sind bestückt. Ja, das ist ein guter Zeitpunkt. Ich denke, du willst bei dem Schauspiel dabei sein, oder? Auf jeden Fall. Ja, dann folge mir. Wir haben schon genug Zeit vertan. Ich habe ja schließlich eine Menge Zeit investiert. Ich habe alles vorbereitet. Der Reaktor müsste jeden Moment starten. Jetzt müssen wir nur noch warten und schauen, was passiert. Ja, bin ja sehr gespannt, was hier mit dem Atomreaktor passiert. Wahrscheinlich gleich der Super-GAU. Wobei Super-GAU ja schon eigentlich gar nicht mehr zu überbieten ist. Ein GAU ist ja schon. Das ist überwältigend, nicht wahr? Das Maximum. Ich muss sofort herausbekommen, wie stark wir den Energiefluss belasten können. Wenn du mich jetzt entschuldigst. Was? Du musst dich wieder deinen Studien widmen. Ja, richtig. Also. Du siehst aus wie Zarias. Oh. Ich sehe, Meister Erasmus hat es geschafft. Das ist schön. Der Reaktor funktioniert. Ja, Erasmus ist schon ein Teufelskerl. Ich bin Zacharias, der Schirmherr dieser Kolonie. Und wen haben wir hier? Ich bin neu hier. Ich bin der Neue. Ich komme jetzt öfter. Ich bin hier, um dich zu sehen. Tatsächlich. Und was verschafft mir die Ehre? Eldrick schickt mich. Ah, ja. Dann bist du der Mann, von dem sie hier alle reden. Mir wurde schon von deinen Taten berichtet. Du bist der Pirat aus Antigua. Deine Informanten arbeiten gut. Du hast einen weiten, beschwerlichen Weg hinter dir. Was führt dich hierher? Ich hoffe, bei euch Magiern Hilfe zu finden. Hilfe? Wofür? Ein Schatten hat mir meinen Geist gestohlen. Und ich bin nicht bereit, ihn einfach kampflos aufzugeben. Es gab eine Zeit, wo wir Magier den Glauben an die Götter verkündeten. Das Wohl aller Lebewesen im Sinn und den Glauben an das Gute im Menschen in unseren Herzen. Diese Zeiten sind vorbei, mein Sohn. Die Menschen wissen nicht, was gut für sie ist. Es ist an uns, sie zu ihrem Glück zu zwingen. Heute beschäftigen wir uns nur noch wenig mit so etwas wie Glaube, Geister oder Unterwelt. Wir beschreiten einen weitaus pragmatischeren Weg. Wir werden mit der magischen Kraft der Kristalle das Land wieder von den Titanen befreien. Unsinn. Ihr habt hier für die Menschen eine neue Kirche gebaut. Der Glaube ist immer ein mächtiges Werkzeug, um die Menschen zu führen. Doch wissen wir heute, dass nur das Wort allein uns nicht retten wird. Wir müssen mit aller Macht versuchen, die Geheimnisse der Kristalle dieser Insel zu entschlüsseln. Erst wenn wir ein wirksames Mittel gegen die Macht der Titanen haben, können wir das Land wieder zurückerobern. Und wie sieht das aus? Der Reaktor liefert genug magische Energie, um Berge zu versetzen. Seine Aura wird nicht nur die Titanen zurückdrängen. Er wird auch jedes magische Werkzeug, das je gebaut wurde, mit Energie versorgen und aktivieren können. Ich brauche deine Hilfe bei einem Geisterritual. So, und was genau soll ich dabei tun? Ich brauche einen starken Magier wie dich, um meinen Geist zurückzurufen und ihn wieder an meinen Körper binden zu können. Ich habe wichtige Dinge zu erledigen. Meine Forschung hat absoluten Vorrang. Ich kann unmöglich diesen Ort verlassen, um einem ominösen Ritual beizuwohnen, bevor ich meine Arbeit hier vollendet habe. Mann, dann helft ihr halt. Wir haben hier auf Taranis ein mächtiges Bauwerk einer unbekannten Kultur gefunden. Es scheint die magische Energie dieser Insel auf seine eigene, bizarre Weise zu absorbieren. Wir haben den Zweck dieser Apparatur noch nicht ergründen können. Doch hätten wir nun durch den Reaktor die nötige magische Kraft, es zu aktivieren. Hört sich interessant an. In der Tat, das ist es. Meine Forschungen sind jedoch noch nicht gänzlich abgeschlossen. Kann ich mir dein geheimnisvolles Bauwerk einmal ansehen? Nun, wo der Reaktor läuft, bin ich kurz davor, meine Arbeit zu vollenden.
Es kann nicht mehr viel schiefgehen. Also kann ich es dir auch ruhig zeigen. Folge mir. Die meisten glauben nur das, was sie sehen. Kann ich ihnen nicht verdenken. Ja, das ist wahr. Die Menschen sind schon genug gebeutelt worden. Da ist es schwer, noch Hoffnung zu finden. Doch jetzt ist die Zeit gekommen, in der wir zurückschlagen werden. Moment, ich muss mal ganz kurz schauen, ob es hier auch was zum Plündern gibt. Ne? Also nicht so Stress, so ein Stress so rum. Ja, ist in Ordnung. Ich komme gleich. Da haben wir eine Kiste. Allerdings muss ich erstmal. Komm schon. Weiter. Ui, eine Kristall, hier Höhle, Dingens, Kirchen und so. Ach Gottchen, ich habe schon das Kristallportal vermisst hier. Heilige Scheiße. Tja, wieso bin ich jetzt nicht überrascht? Warum zögerst du? Die Erbauer sind wohl ein fröhliches Völkchen gewesen. Der Unterton in deiner Stimme will mir nicht so recht gefallen, mein Junge. Sieht das da etwa aus wie ein Gebäude einer vergangenen Kultur? Was denn? Du hast eine solche Höhle schon einmal gesehen? Allerdings. Und was sie beherbergte, war alles andere als freundlich. Ich weiß nicht ganz, wovon du da sprichst. Wie bitte? Das ist doch nicht dein Ernst. Sind euch denn keine Schatten begegnet in dem Ding da? Schattenwesen? Hier oben? Nein, sie kommen über den Seeweg. Am Ende einer solchen Höhle stand bisher immer ein Portal aus reinem Kristall, das direkt in die Unterwelt führt. Es ist der Zugang aus dem Schattenreich in unsere Welt für die Armee der Finsternis. Nein, das kann nicht sein. Das ist Wahnsinn. Du hast eins dieser Portale in dieser Höhle da gefunden, nicht wahr? Das ist, ja. Ich habe eine große Kristallapparatur gefunden. Es ist das Objekt meiner Forschung. Oje, oje. Du weißt aber hoffentlich schon, dass das Ding gefährlich ist. Ein Wahnsinn. Wenn es stimmt, was du sagst, dann ist dieses Portal noch nicht aktiv. Ich muss das sofort prüfen. Wenn du recht hast, wäre das ein großer Durchbruch für uns alle. Jetzt ist nicht die Zeit für deine Forschung. Wir müssen es aufhalten. Geh du vor in die Höhle bis zum Kristallportal. Ich werde dir später folgen. Warte, wo willst du hin? Ich muss erst eine meiner Schriften konsultieren. Wir sehen uns später. Oh mein Gott, also, ne, an Naivität überhaupt nicht zu überbieten, der gute Zarias. Junge, Junge. Wie konnten die nur so weit kommen, die Magier, wenn wir so ein Ding zu laufen haben, ey, wirklich. So, hier gibt's auch nichts zu finden. Aber ich würde es auch nicht wundern, wenn das Ding gleich aktiviert wird, wenn ich hier drin bin. Okay. Und wann wollte Zacharias mir davon erzählen? Na, es kann tatsächlich sein, dass hier auch der Schwertgriff bzw. die Klinge zu finden ist von der einen Waffe, die hier oben noch markiert war auf der Karte. Weil das sah ja so komisch aus, ob man da irgendwie oberhalb... Na, Moment. Oberhalb irgendwie hinkommt, aber... Kann durchaus sein, dass ich mich da... verguckt habe auf der Karte.
Da springe ich jetzt aber nicht rüber. Also so lebensmüde bin ich noch nicht. Deswegen gehen wir einfach mal wieder außen rum und hoffen, dass wir da einen Weg finden. Da kann ich natürlich mal ganz kurz schauen, ob ich das mal aktiviert bekomme hier. Moment, war die falsche. Ja. Aber ich glaube, das ist auch irgendwie nicht so die richtige Richtung, denn es geht hier in eine völlig falsche Richtung. Eher weg von dem Teil. Naja, mal gucken, vielleicht geht es auch gleich wieder in die andere Richtung, aber ich befürchte, das wird tatsächlich irgendwo draußen sein, das Teil. Ah, da ist das Portal. Und wer bist du? Bist du Zaharias? Wenn ja, wie bist du hierher gekommen? So, du bist also schon hier. Natürlich, ich bin ja auch geflogen. Ah. Das ist ja ein toller Trick. Vor allem kommt man so unbehelligt an den ganzen Viechern vorbei. Wieso erzählst du mir nichts davon? Oh, ich hatte wohl versäumt, dich vor den Gefahren dieser Höhle zu warnen. Wir hatten sie schon einmal von den ganzen Monstern gesäubert. Sie kommen jedoch immer wieder. Schon gut. Ich bin ja jetzt hier. Ich habe einige sehr interessante Dinge erfahren über dieses Kristallportal. Es ist völlig unversehrt. Ach was. Der Energiestrom des Reaktors kann hierher umgeleitet werden, um es zu aktivieren. Kollektiver Selbstmord. Großartige Idee. Das Ding schlägt eine Brücke ins Reich der Schatten. Schon vergessen? Du willst deinen Geist zurück. Und da steht das Werkzeug, um ins Reich der Geister zu gelangen. Denk doch noch einmal darüber nach. Aus einem bestimmten Grund konnte dieses Portal hier errichtet, jedoch nie geöffnet werden. Du redest von der Insel und ihren Kristallen. Die magische Energie hier an diesem Ort machte es den Schatten unmöglich, das Portal aus dem Schattenreich heraus zu öffnen. Ja, und darum haben sie jetzt auch sicher das Interesse daran verloren. Und versuchen nun, über den Seeweg Taranis zu erobern. Ja, es passt alles zusammen. Das ist die Gelegenheit, um einen Blick auf die andere Seite zu wagen, ohne ihnen in die Arme zu laufen. Was meinst du? In Ordnung. Starte das Ding, bevor ich es mir anders überlege. Gut, dann trete beiseite. Ich muss mich konzentrieren. Oh Mann, das ist keine gute Idee. Das wäre geschafft. Nun geh und erfülle dein Schicksal, mein Sohn. Ich erfülle erstmal hier gar nichts, ne? Ich mach's mal eine Pause. Denn es könnte etwas aufregender werden in der nächsten Episode. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal mit dabei seid, wenn wir hier durch das Portal schreiten und wahrscheinlich hier mal nicht zugrunde gehen. Genau. Für Likes, für Kommentare freue ich mich natürlich auch, wenn es euch gefallen hat, also das Video. Ansonsten beim nächsten Mal einschalten und bis dann einen schönen Tag. Wir sehen uns. Ciao, ciao.